Herr Wolf, was ist Ihr Lieblingsbuch? Ich habe immer wieder mal verschiedene Lieblingsbücher. Mein Lieblingsbuch zurzeit ist Eine kurze Geschichte der Menschheit, weil darin sehr schön erläutert wird, wie wir uns entwickelt haben als Menschen im Laufe der Evolution, aber auch in den letzten Jahrtausenden und Jahrhunderten, wie Gesellschaft sich entwickelt, wie der Einzelne in der Gesellschaft agiert, welche Freiräume der Einzelne hat, aber wie stark er auch beeinflusst ist von der Gesellschaft. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist vielleicht Was vom Tage übrig blieb. Das ist eine Literaturverfilmung, in der es geht um die Frage, was man aus seinem Leben macht, in der ein Mensch darüber sinniert, was er aus seinem Leben nicht gemacht hat. Und vielleicht so im Zentrum steht die Frage des Carpe Diem. Nutze den Tag, nutze die Zeit, nutze dein Leben. Und was schaut ein Wissenschaftsminister am liebsten im Fernsehen? Im Fernsehen schaut ein Wissenschaftsminister gerne alles Mögliche, die unterschiedlichsten Formate und Sendungen, aber tatsächlich sehr gerne auch gut gemachte Dokumentationen zu allen möglichen Bereichen, die aber nicht nur Wissen vermitteln, sondern die vor allem auch unterhaltsam sind. Vielen Dank.